Hallo liebe YouTuber! Nachdem wir so schöne Videos mit Körben hatten, habe ich doch mal wieder nachrüsten müssen und ich bin ja sehr wählerisch. Aber ich habe wieder was ganz Tolles gefunden und es gibt heute, wie man jetzt unschwer erkennen kann an der Startszene, es gibt ein schönes Video mit einem Korb, österlich bepflanzten Korb mit Hasen. Nach der Intro geht's weiter. So, aber ich habe jetzt mal drei Stück schon mal gekauft, weil, wie ihr mich kennt, bin ich auch immer bereit, meine schönsten Sachen zu versenden. Ich räume mal zwei von der Arbeitsfläche weg, sonst habe ich keinen Platz mehr. Aber ich bin gut bestückt und ich kann euch schon mal verraten, dass ich diese hübschen Körbe, genau wie genannt, auch versenden würde. Und das ist jetzt eine Mischung eigentlich aus Kranz und Korb. Das hat hier diesen wunderschönen geflochtenen Korbboden. Ja, man könnte den tatsächlich sogar, wenn man ihn hier ein bisschen stützt, könnte man ihn auch andersrum, ja, wie so ein Tablett, wie so ein hochgestelltes verwenden. Oder ich sag mal links und rechts die Hasen drunter. Ja, aber ich möchte ihn natürlich heute so rum verwenden, weil es ist wirklich auf diesem Korbboden so ein schöner Kranz gearbeitet. Und ich fand, dass das mal wieder was Besonderes war, weil wenn ich nichts Besonderes finde, dann kaufe ich es einfach auch nicht. Ja, und dann habe ich natürlich auch dazu noch, da muss ich jetzt mal wieder ein bisschen Werbung machen und mit herzlichen Dank. Das sind jetzt hier diese wunderschönen Hasen von Floristik24, so schön grau und die haben so ein paar, ja, wie so ein paar glitzernde Elemente drin und mit diesen tollen langen Löffeln. Ich finde, die sind total herzig. Ich liebe sie und ich finde es auch toll, dass der eine sitzt und der andere steht. Und die sind dann, also ich finde sie köstlich und sie haben auch eine super Größe, um sie in diesen Korb zu pflanzen, weil die dürfen natürlich auch nicht zu groß sein und auch nicht zu klein. Und die langen Löffel, die gucken dann auch ganz toll raus. Aber jetzt fangen wir einfach mal an. Es gibt ja oft, man hat ja oft einen Korb und denkt, ach, da ist Folie drin zum Pflanzen und überlegt, soll ich jetzt nochmal ja, eine Folie reinmachen oder nicht? Die Antwort von mir ist ganz eindeutig, ja, auf jeden Fall immer eine Folie dazu zum Sichern, weil es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn man diesen schönen Korb auf seinen, ja, auf seinen Esstisch, also für draußen ist natürlich was anderes, ja, wenn man den auf dem Esstisch hat, wenn man jetzt Narzissen reinpflanzt oder Frühlingsblüher und man möchte den drin haben auf dem Tisch, auf jeden Fall immer eine zusätzliche Folie rein, weil am Schluss ist sonst der Korb voll bepflanzt und man stellt fest, er tropft doch und dann kann man es einfach nicht rückgängig machen. Und deswegen mache ich immer, wenn eine Folie drin ist, immer nochmal zur Sicherheit eine rein. Ich bin da irgendwie, genau, ich hätte da gern lieber den doppelten Boden. Aber, weil ich habe heute ja was anderes im Sinn, ich möchte diesen Korb für draußen machen. Das heißt, ich nehme diese schönen Hornpfeilchen und deswegen mache ich in diesen, in die Folie absichtlich auch ein paar Löcher rein. Das Wasser darf abfließen und ich lege noch ein bisschen Drainagevlies drauf. So, ein paar Löcher. Reichen ganz, ganz wenige Löcher und das Wasser kann schon sehr gut raus. Meine Schere schneidet schlecht. Ich brauche tatsächlich eine andere. Also Werkzeug muss ja immer gut sein. Wenn das Werkzeug nichts taugt, ich glaube, das ist dann immer der Zeitpunkt, wo man es einfach wegschmeißen muss und was Neues holen muss. So, aber ich brauche noch kurz Drainagevlies. Moment, ich bin sofort wieder da. So, ich habe jetzt hier Drainagevlies. Wichtig ist, es kann einfach ein Stück Stoff sein, das kann auch eine alte Jeans sein. Es ist eigentlich egal, was ihr nehmt. Hauptsache diese Löcher, Hauptsache die Erde kann nicht direkt durch die Löcher abfließen, weil sonst hat man dann so eine braune Suppe, die dann rausfließt und das ist total ärgerlich. Deswegen mache ich immer eigentlich in die Gefäße eine Drainage und auch immer, ihr wisst es wahrscheinlich bei mir, wenn ich mit Erde arbeite, dann ziehe ich lieber Handschuhe an. Alles ruiniert sonst komplett meine Hände. So, dann machen wir ein bisschen Erde rein.
Pflanzen erstmal dieses Körbchen. So, man sieht hier also, die Folie ist natürlich jetzt nicht sehr hoch. Wenn man die Folie gern höher hätte, muss man tatsächlich doch nochmal was reinlegen. Aber ich denke, mir reicht es jetzt für meinen Zweck, weil ich werde auch mit Moos nochmal schön dekorieren. So, und damit das Ganze bunt wird, nehme ich einfach Lila und Gelb. Und die haben so schöne Knospen, die Hornveilchen. Wusstet ihr eigentlich, guck mal, das ist echte Gärtnerqualität, die ist so schön durchgewurzelt, die sind total klasse. Und wusstet ihr eigentlich, dass Hornveilchen schon robuster sind, auch wenn jetzt mal ein bisschen Schnee drüber geht, als die Stiefmütterchen? Und deswegen empfehlen wir sehr gerne unseren Kunden Hornveilchen, weil die halten einfach ein bisschen mehr aus. Und ich finde sie auch mit ihren kleinen Gesichtern, und die gibt es ja auch so oft zweifarbig. Ich finde sie auch herzallerliebst. Ich finde sie auch einfach schön. So, jetzt mache ich die Hornveilchen extra an den Rand, weil ich brauche ja noch Platz für meine Häschen. Die wollen ja da auch noch rein. Und das letzte mache ich jetzt nicht mehr rein. Das ist mir ehrlich gesagt sonst zu eng in dem Ganzen. Ich wollte eh noch eine kleine Efeuranke wollte ich noch reinmachen. So, ich habe hier einen traumhaften Efeu, auch der wunderschön durchgewurzelt. Und was man bei Efeu meistens machen kann, ich hoffe, es klappt jetzt auch im Video mit dem, man kann Efeu tatsächlich auch meistens teilen. Meistens, aber nicht immer. Ich glaube, ich muss den anderen nochmal angucken. So. Man sieht das auch, ja, der hat jetzt auch so. Ich nehme den Efeu einfach mal raus, und oft hat er so verschiedene Stränge, das sieht man dann. Doch, er geht zu teilen. So, man sieht hier, ich habe jetzt hier also so einen Strang Efeu. Den pflanze ich hier mit rein. Ich versuche jetzt noch mal einen zweiten zu ergattern, und dann bin ich eigentlich auch schon total happy, weil ich wollte nicht so eine ganze Pflanze reinmachen. So, also das ist immer sehr, sehr schön, wirklich. Efeu lässt sich in der Regel sehr gut teilen. Und das ist mir jetzt Gott sei Dank auch gelungen. Ich mache noch einen Hauch Erde rein, und dann haben wir eigentlich schon alles gepflanzt. So, den Dreck wegmachen. Und dann geht es weiter ans Dekorieren. Mit dem Besen kann ich auch die Erde noch mal ein bisschen abfegen. Ich drücke die Hornveilchen noch mal gut an. Mach noch ein bisschen Erde in die Mitte, dass die gut versorgt sind. Und jetzt geht es schon ans Dekorieren. Die Handschuhe können wieder weg. So, die Handschuhe können weg. Und jetzt geht es natürlich an die schöne Deko. Und was immer ganz toll ist, ist, wenn man Moos getrocknet hat. Also das ist jetzt wirklich ganz trocken. So wie das ist, hält es wunderbar. Ich nehme dieses Moos, um das jetzt noch ein bisschen knackiger zu machen. Ich sprühe es immer mit dem guten alten Wäschesprüher ein bisschen an und lege dieses Moos so in den Korb, dass auch die Folie, die hier seitlich ist, schön überdeckt ist, und schafft damit natürlich auch einen schönen natürlichen Übergang zwischen der Folie und dem Korbgeflecht. Und gießen muss ich natürlich immer in die Mitte von dem Korb. Das ist eigentlich logisch, aber ich sage es trotzdem nochmal dazu, zur Sicherheit. So, dann lege ich auch in die Mitte ein bisschen Moos rein. Und jetzt kommt der Platz, an dem die süßen Hasen hier Einzug halten können in dem Korb. Und
nehme jetzt mal, was ist denn die schönste Seite? So, da würde ich den größeren Hasen, den setze ich jetzt mal hier rein. Und der kleine, ich habe nämlich einen tollen Mittelplatz aufgehoben. Und der kleine, der kommt hier so dazu. Nee, die sollten sich lieber angucken. Ich finde, es ist schöner. So. Und falls der so kippelt, einfach nochmal mit ein bisschen Moos unterfüttern oder ein bisschen Erde unter das Moos, sodass der natürlich stabil steht. Und lieber so. Ich könnte die Hasen auch stabilisieren, indem ich einen Draht anklebe und einen Draht mit dem Winkel und das dann reinstecke. Ich wollte sie aber gar nicht feststecken, weil vielleicht sagt jemand, ich möchte den Korb gar nicht mit Hasen. Dann nehme ich sie einfach raus und dann ist es natürlich viel einfacher. Farblich kann ich das Ganze auch noch ein bisschen aufpimpen. Ich habe hier mein schönes Tablett hingestellt, habe hier auch Federn und habe auch Eier. Wobei ich die Eier jetzt, ich finde sie sehr groß, es ist Geschmackssache, ob man es will. Ich lasse sie weg und ich denke, meistens sagt ihr auch, ach Margit, das ist eigentlich zu viel, was du da machst sonst. Wir gehen mal wieder auf die kleine Variante. Ich finde die Hauptrolle in unserem Korb, das spielen natürlich die Hasen. Und den Bestelllink zu diesen Hasen, den mache ich euch auch noch mal rein. Die gibt es bei Floristik24. Ich glaube, ihr müsst euch fast beeilen, weil das letzte Mal hatte ich andere schöne Hasen gezeigt. Die waren ruckzuck ausverkauft. Und es ist die schönen Sachen sind dann ganz schnell weg und es ist dann doch zum Teil Eile geboten, wenn man diese hübschen Kerle ergattern will. Also ich mache euch den Link rein, ich drücke euch die Daumen, dass ihr sie bekommt. Und die Körbe, die bekommt ihr bei mir, die versende ich euch. Der Korb ist bei 39 Euro plus Porto für 7 Euro Porto. Könnt ihr die gerne bestellen und ich versende euch die, dass die auch bei euch zu Hause diese hübschen Hasen so schön rumspringen in dem schönen Korb. Also ich versende die Körbe. Floristik24, die Hasen. So, das war mein Video mit den Hasen. Und es ist eigentlich doch ziemlich leicht nachzubauen, oder? Wenn man es so pflanzt und diesen schönen Korb hat. Und was natürlich auch ganz toll ist an Ostern, ihr könnt ihn einfach mit Moos füllen, könnt da ein paar schöne Süßigkeiten reinmachen, ein paar Eier dazulegen. Es ist also auch ein ganz toller Korb für Ostern und man könnte hier theoretisch, wenn man den großen Tisch hat, auch zwei Körbe, den einen gepflanzt und den anderen nur mit Süßigkeiten dekoriert. Da sind natürlich auch wieder keine Grenzen gesetzt. Aber ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, euch gefällt die Idee. Ich freue mich auf euer Feedback wie immer und wünsche frohes Dekorieren, viel Spaß dabei und sage bis bald, eure Margit. Tschüss!